Wir haben uns für Fleetwood Mac entschieden, weil wir eigentlich alle in der Band riesengroße Fans von Fleetwood Mac sind. Früher schon als Teenager irgendwie wach geworden mit einem Radiowecker und da lief AFN und AFN hatte dann die ganzen Songs gespielt. Für The Chain haben wir uns entschieden, weil wir haben uns am Anfang unheimlich viele Konzerte angeschaut und es hat einfach diese Message, diesen Zusammenhalt innerhalb der Band, den Zusammenhalt aller für dieses ganze Projekt und das hat uns an dem Namen The Chain fasziniert. Schönen guten Abend, Leute! Schönen guten Abend! The Chain, erster Song in unserer Setliste, gleich raus und auch gleich das Wichtigste irgendwie gesagt, was die Band ausmacht. Das zeigt gleich auch das Gesicht von Fleetwood Mac und das ist der erste Song im Set. Dreams ist auch ein ganz großer Hit natürlich, aus dem Jahr 1978 von Stevie Nicks geschrieben. Was das Interessante ist, dass in der Zeit, wo die Rumors rausgekommen ist, gab es ja sehr viele Dramen innerhalb der Band. Ne? Die Paare, die es da gab, die haben sich alle getrennt. Es gab dann Beziehungen untereinander. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Erfolgs ausmacht, dass das, was in den Songs drinsteckt auf The Rumors, dass es einfach echt ist, dass es die Realität ist, die damals gelebt haben. Diese Beziehungsdramen, diese Liebe, Enttäuschung, ja, das steckt alles da drin. Unser Lieblingslieder ist beispielsweise Sarah, weil wir hinten quasi im Gesang so gut harmonieren können und das total abgefahren klingt. Es gibt viele Geschichten um diesen Titel Sarah, aber ist einfach sehr romantisch und es gibt ganz viele Fleetwood Mac Fans auf unseren Konzerten, die immer wieder sagen, Sarah war einfach der schönste Song für mich vom ganzen Konzert. Fleetwood Mac hat auch was Besonderes dadurch, dass es drei Songwriter gibt in der Band, nämlich Stevie, Christine und Lindsey Buckingham und jeder hat so eine ganz eigene Note aufgedrückt. Ne? Also man erkennt immer ganz klar die Songs von Stevie geschrieben, die Songs von Christine McVie, eher so fast ein bisschen Country-Pop-Richtung und Lindsey dann einfach mit den Gitarrenriffs, die da im Vordergrund standen und das ist einfach ganz, so eine ganz großartige Bandbreite, die Band hat. Down and let me in. Made me see where I've been down one time, been down two times, never going again. Was mich fasziniert
fasziniert an der Musik ist, Fleetwood Mac hat unglaublich viele kleine Details. Und die Details in der Musik zu entdecken, die auch mitzunehmen, halt in die Interpretation, auch in unserer Interpretation von den Songs, das macht unglaublich Spaß. Looking out for love in a night so still. Oh, I built you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love. Bring me the love. Was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Albatros. Ich meine, das sind alles so die Gitarrennummern. Für mich als Gitarrist macht mir halt besonders viel Spaß. Wir haben uns dazu entschieden, Fleetwood Mac zu covern, weil es einfach eine gigantische Band ist. Für uns bedeutet eben auch Fleetwood Mac Tribute, wir möchten keine Doubles sein, das ist eigentlich nicht der Plan, sondern wir feiern diese Musik. Ja. Es passt super, wir haben jeden Spaß und ja, es passt einfach gut. Is it the right thing to do? How can I ever change that I feel? You can go your own way. Schon damals in den 80ern, ich habe diese ganzen klassischen 80er und spät 70er Rockbands gehört, aber Fleetwood Mac, die Rumors, das war einfach eine ganz eigene Musik. Ich freue mich immer total auf unsere Zugabe Task, weil es einfach so ein Lied ist, was richtig vorwärts geht. Kommt auch mehr super gut an live. Vom Kufer ist es halt einfach so ein Lied, was mir riesen Spaß macht.
Sweet.